In The Crew 2 können wir die virtuellen Staaten von Amerika nicht nur mit dem Auto bereisen, sondern auch mit dem Flugzeug und mit dem Boot. Und das Beste ist, wir können jederzeit zwischen den drei Fortbewegungsmitteln wechseln. Selbst in Situationen, in denen das wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Theoretisch hat Ubisofts neues Rennspiel damit drei super Verkaufsargumente für sich. Nämlich erstens eine riesige Open World, zweitens viel Abwechslung dank verschiedenen Fahrzeugtypen und drittens eine spektakuläre und witzige Wechselmechanik zwischen Autos, Booten und Flugzeugen. Wir haben The Crew 2 für euch getestet und zeigen euch in diesem Video nun, ob Ubisoft diese theoretisch vielversprechenden Rennspielideen auch wirklich umsetzen konnte. Kommen wir zunächst zur Story des Spiels. Nachdem uns das erste The Crew noch eine düstere Gangster-Rache-Story erzählt hat, bietet Teil 2 eine wesentlich seichtere Geschichte. Wir schlüpfen in die Haut eines jungen, aufstrebenden Rennfahrertalents, das dem großen Ziel folgt, berühmt zu werden. Und wie es heutzutage modern ist, sammeln wir dazu nach jedem Rennen keine Erfahrungspunkte mehr, sondern neue Follower. So steigt nach und nach unsere Popularität und je mehr Fans wir erlangen, desto mehr Events stehen uns im Spiel zur Verfügung. Das Dumme dabei ist aber die Story selbst. Alle Figuren und Dialoge aus den Zwischensequenzen sind furchtbar belanglos und können getrost ignoriert werden. Im Late Game, also sobald wir Kultstatus erreicht haben und zum Rennsuperstar geworden sind, bietet uns das Spiel zudem die Möglichkeit, noch weitere 9.990 Kultstufen aufzusteigen. Dieser Grind sorgt allerdings kaum noch für Spaß, da wir irgendwann im Spiel keine neuen Events mehr freischalten, sondern nur alle alten Rennen noch einmal auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad absolvieren dürfen. Allerdings dient die Story ohnehin nur als lockerer Leitfaden, der uns durch die extrem große Bandbreite an Rennevents führt und uns immer wieder neue Renn-, Flug- und Stuntdisziplinen vorstellt. In The Crew 2 treten wir nämlich in vier verschiedenen Klassen an: Street Racing, Offroad, Freestyle und Pro Racing. Unter diesen vier Oberbegriffen fahren wir dann wiederum in je drei bis vier Unterdisziplinen. Vom einfachen Straßenrennen über Drift, Drag und Stunt-Herausforderungen bis hin zu Wettrennen mit dem Powerboot, Formel-1-Wagen, Flugzeugen, Motorrädern und Supersportwagen. Insgesamt stehen 14 verschiedene Eventtypen zur Verfügung und damit bietet The Crew 2 zu Land, zu Wasser und in der Luft eine fantastische Abwechslung. Unser Highlight sind aber die Stuntrennen aus der Freestyle-Klasse. Dank der sehr einsteigerfreundlichen Steuerung mit Tastatur und Controller beherrschen wir sowohl Monster Trucks als auch Stuntflugzeuge ruckzuck und reihen, wie hier zu sehen, spielend leicht Tricks wie Loopings und Fassrollen aneinander. Ebenfalls fantastisch sind spezielle Live-Events, bei denen wir mitten im Rennen unser Gefährt wechseln. Hier zum Beispiel fahren wir erst mit einem Ford Mustang in einem Straßenrennen, bis sich unser Gefährt wie von Zauberhand in ein Rennboot verwandelt, mit dem wir bis in ein für die Südstaaten typisches Sumpfgebiet fahren, wo sich unser Boot dann wiederum ohne Ladezeiten in einen Offroad-Buggy transformiert. Dummerweise gibt es von solchen Events mit wechselnden Fahrzeugen aber nur insgesamt 9 Stück im gesamten Spiel. Wir können zwar auch während der freien Fahrt jederzeit zwischen Auto, Boot und Flugzeug wechseln, aber außerhalb von Rennen gibt es dafür eigentlich keinen Grund, weil wir in der Open World ohnehin viel zu wenig motivierende Herausforderungen finden. Und so verpasst Ubisoft die Chance, die an sich spannenden Fahrzeugwechsel sinnvoll und oft genug im Spiel einzusetzen. Dafür überzeugen unsere fahrbaren Untersätze aber in ihren Einzeldisziplinen. Jede Fahrzeugklasse spielt sich erfreulich eigen. Driftautos brechen bei der kleinsten Kurve aus, Formel-1-Wagen erreichen ohne Probleme 350 km/h und die neuen Boote und Flugzeuge steuern sich ähnlich intuitiv wie in GTA 5. Lediglich die Motorräder in The Crew 2 bilden da eine Ausnahme, denn die Zweiräder reagieren viel zu sensibel auf unsere Steuerbefehle, sodass wir sie nur schwer kontrollieren können. Abgesehen davon können wir über die Auswahl und das Fahrverhalten der mehr als 200 lizenzierten Vehikel von The Crew 2 aber nicht groß meckern. Dafür hat der Arcade Racer aber auf der Piste so seine Schwächen. Zum einen ist The Crew meist recht anspruchslos. Da es im Spiel kein richtiges Schadensmodell gibt, reicht in den meisten Rennen die gute alte immer Vollgas-Taktik und notfalls helfen uns Gegner oder Häuser am Straßenrand als Bande für Kurven. Zum anderen stört in vielen Events die nervige Gummiband-KI. Egal wie gut wir fahren, in den meisten Rennen kleben unsere Gegner uns am Heck, sodass selbst ein klitzekleiner Fahrfehler uns ruckzuck auf den letzten Platz wirft.
Gleichzeitig warten unsere Gegner nach so einem Patzer aber auch gerne mal auf uns und lassen uns selbst Rückstände von 20 Sekunden wieder aufholen. Ebenfalls alles andere als perfekt ist das Streckendesign von The Crew 2. Immer wieder verpassen wir Kurven oder landen abseits der Piste im Dreck, weil wir nicht deutlich erkennen können, in welche Richtung wir abbiegen müssen. Und apropos Design, auch die Gestaltung der virtuellen USA hat ihre Stärken und Schwächen. Einerseits ist die Spielwelt wieder riesengroß geworden. Von Miami im Südosten der Karte bis nach Seattle im Nordwesten brauchen wir per Direktflug locker eine halbe Stunde, mit dem Auto über die Highways sogar noch viel länger. Und gerade in ländlichen Bereichen entdecken wir bei unseren Reisen viele wunderschöne Ecken von Amerika. In Städten dagegen enttäuscht die Spielgrafik. Denn in New York, Chicago, LA und Co. sehen die meisten Gebäude und Hochhäuser lediglich aus wie hässliche graue Würfel mit Fenstern. Außerdem enttäuschend ist, wie leer die offene Spielwelt von The Crew 2 erscheint. Im ersten The Crew haben sich Fahrten von einem Event zum anderen noch gelohnt, da ständig irgendwelche Herausforderungen wie Blitzer oder Slalomabschnitte auf den Straßen aufgeploppt sind. In Teil 2 dagegen gibt uns Ubisoft abgesehen von einigen Fotoaufträgen viel zu wenig zu tun. Deshalb springen wir nach kurzer Zeit nur noch per Blitzreise zwischen den Events hin und her. Eine Riesenverschwendung einer Riesenspielwelt. Und zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Kritikpunkt. Zum Release hat The Crew 2 seinen Namen nämlich eigentlich nicht verdient, denn es gibt aktuell noch keinerlei PvP-Funktionen im Spiel. Bislang können wir nur mit Kumpels gemeinsam Koop-Rennen fahren. Erst im Dezember 2018 will Ubisoft The Crew 2 mit richtigen Multiplayer-Funktionen versehen. Und für ein 60€ teures Spiel ist es ganz schön frech, eines der wichtigsten Features erst ein halbes Jahr nach Release zu veröffentlichen. Aus dem vielversprechenden und in der Theorie fantastisch klingenden The Crew 2 ist letztendlich also nur ein gutes Rennspiel geworden. Ohne Frage kann man in den virtuellen USA viele unterhaltsame Stunden verbringen, doch gerade in Sachen Open World und Fahrzeugwechsel hat Ubisoft einfach zu viel Potenzial auf der Strecke liegen lassen.